herzlich willkommen zur dritten Session von Assassin's Creed Super 3. Mein Name ist Questmaster Ike und heute spiele ich mit zwei weiteren Kollegen, das war natürlich falsch, dem lieben Lubu. Hallo. Der wahrscheinlich gerade hinter mir her ist. Dammit! Nicht ganz. Okay, es war ein anderer, aber du warst vorhin der Nachtschrat und der Nachtschrat hat mich gerade gekillt. Ja, deswegen habe ich ihn noch nicht mehr als zweites genommen, weil sonst wäre das ein bisschen auffällig gewesen. Ach, das mag ich immer. Auf jeden Fall, Lubo ist dabei und mein Clan-Member, der Basti, der jetzt gerade die Führung übernommen hat. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wen muss ich killen? Wir spielen natürlich wieder 3 Runden Deathmatch. Möglicherweise, beziehungsweise es geht erstmal nur um die Einzelspieler-Modi. Meinetwegen können es auch 3-mal Meucheln sein oder 3 andere. Dann bin ich gerade ein bisschen außer mich gekommen. Außer mich gekommen? Außer mir. Ich bin Ausländer, das musst du entschuldigen. Oh ja, okay, gut. Ausländer. Supi. Ah, hätte ich jetzt ein bisschen beobachtet. Ja, was ist los? Das heißt aber noch lange nicht, dass ich einen Ausländer-Bonus habe. Nee. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Okay, jetzt habe ich deinetwegen einen Zivilisten getötet, weil ich eigentlich kontern wollte. Und dann aber einen Zivilisten im Visier hatte. Ja, das ist, also anvisieren hilft da immer unglaublich viel. Das ist so ziemlich eine der grundlegenden Sachen, die man beachten sollte in diesem Spiel. Und der Nachtschrat hat es irgendwie auch noch nicht so arg mit dem Kontern. So wie ich. Weil jetzt bin ich nur noch 50 Punkte von erster Position weg. Oh, und da haben wir's. Da haben wir die Strecke. Und somit gibt es 250 extra Punkte für diese Betäubung. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich gleich vergiftet umkipp, weil der liebe Basti. The fuck? Was war das? Das war bei mir. Das war jetzt nichts mit Metal Gear Solid, sondern das war einfach nur eine SMS, für die ich mich entschuldige. Das Handy ist natürlich lautlos. Dafür muss man sich nicht entschuldigen. Allein schon für den Sound. Kennst du denn Metal Gear Solid? Ja, ich habe es wirklich sehr gern gespielt. Das 3er wollte ich sogar, glaube ich, wirklich mal Let's Playen, weil das mein Lieblingsteil ist. Nein! Oh mein Gott! Oh. Gut, da hat der gute Cowboy dich gerettet natürlich. Ja, da hatte ich echt Glück. Der Kebab-Boy 266, was auch ein seltsamer Name ist. Ja, der, weil ich muss den killen. Also im Grunde war das doppelt gut, was da passiert ist, weil dann habe ich ihn auch für 600 Punkte erschossen. Das ist verdammt gut. Dementsprechend kann ich jetzt auch auf mein Giftpack wechseln. Dadurch gebe ich dir zwar ein paar Infos, dass ich jetzt Gift nutze, aber egal. So. Wer bist du eigentlich? Das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Das ist auch besser so wahrscheinlich. Ach, die Indianerin. Nein! Ha, Pocahontas. Pocahontas, genau. Ich finde die ja an sich nicht nur rein optisch ziemlich gut, sondern auch ihr Moveset gefällt mir. Hat die ein anderes Moveset als die anderen? Ich glaube mal. Aua. Der hat mich geneift und rennt weg. Gut, momentan sieht es in der Platzierung für mich nicht so pralle aus. Aber wir haben ja noch 5 Minuten Zeit, da wird sich noch einiges ändern. Doppelbetäubung! Doppelbetäubung und der Tod am Ende. In schönen, leuchtenden Farben. Ah, das wäre jetzt noch zu gut gewesen, wenn jetzt die Nutte noch in meine Smokebomb reingerannt wäre. Die Nutte noch? Also bitte. Du bist Russe, sag mal bei euch nicht Nutte. apropos, ich habe mal ein bisschen gestalkt. Du machst doch, bist doch in der ESL, oder? Genau. Wie habe ich denn das jetzt eigentlich gerade hingekriegt, dich zu betäuben? Das frage ich mich auch und dafür hasse ich dich im Moment. What the fuck? Das geschieht dir recht. Da sind gerade 2 auf mich zugerannt. Ja, im Erfolgemann hattest du. Ja. Schwieriger ist das. Ach, ich hätte nach hinten schauen sollen. Nom, 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 nom.
Was passiert denn da jetzt gerade? Oh, der sieht mir etwas gefährlich aus. Dementsprechend ist es auch so. Und keine Smokebomb, cool. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Das ist immer schön, wenn das dann eingeblendet wird. Oh, damn it. Nein! Nein, 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 nein! Oh, ach so, du wolltest mich. Oh, ich dachte Nachtschrat. Ich habe nämlich irgendwas gehört und dachte dann so, damn it, irgendwas könnte doch hier jetzt passieren. Na, da oben wartest du. Wart da ruhig. Ich krieg dich schon noch, keine Sorge. Ich will ja aber einen anderen. So, jetzt weiß ich gerade nicht. Ach, der hat sich verkleidet. Oh, da kann ich. Da kann ich mir auch nicht entscheiden, ob ich jetzt den unsichtbaren Skill nehme oder die Verkleidung. Also ich persönlich finde es. Ich persönlich finde das Verkleiden besser. Weil ich finde, das siehst du einfach immer noch. Es ist sehr gut für einen Corner-Stun, was ich vorhin bei dir gemacht habe. Aber es funktioniert halt auch nicht immer. Es kommt immer drauf an, wie gut dann doch die andere Runde ist. Das ist eigentlich sehr gut. Dadurch, dass du nicht so mega viel Erfahrung vielleicht hast, kann ich auch dir dann während dem Spiel gerne noch ein paar Tipps geben, was andere Spieler vielleicht auch noch reizen wird. Das wäre natürlich super. Also, wie gesagt, wie du schon sagtest, ich bin nicht sehr erfahren. Es macht mir aber Spaß zu spielen. Ich liebe Assassin's Creed. Und wenn du mir da so ein paar Tipps geben kannst, wie ich dich irgendwie eliminieren kann, dann nur zu. Am besten deine Schwachpunkte. Ja, Schwachpunkte gibt's wenige. Jetzt popp ich sogar noch die Konkubine. 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 Wie hießen sie in Assassin's Creed 2 nochmal? Das waren doch die. Ah, wie wurden die genannt, als er da ins Bordell gegangen ist? Moment, mir liegt's auf der Zunge. Oh, das Set kann. Nein, ich hab doch gedrückt! Ach nö. Och und nö. Ich wollte es nicht ausreizen. Mir hätte noch ein Millimeter gefehlt bis Inkognito, aber ich wollte es nicht riskieren, weil ich so ein leichtes Flüstern gehört habe. Ah ja, stimmt. Das hätte können passieren, dass du stirbst oder dass jemand wegsnackt. Aber normal kann man schon ein bisschen warten. Das Schlimmste, was mir da mal passiert ist, dass. Ich wurde erschossen, danke. Vielen Dank! Bitteschön, gern geschehen. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ich habe einen wunderschön gestunt, hätte Inkognito geerdet, Gift, Fokus, versteckt, alles bekommen und dann rennt Basti rein und killt ihn mir. Deshalb hasse ich es. Oh Mann, jetzt sterbe ich aber ziemlich oft und bin nur noch 400 Punkte in Führung. Ah. So, wir waren vorhin bei der ESL. Du spielst, glaube ich, CS, oder? CS habe ich eine Zeit lang gespielt. Momentan nicht mehr so oft. Aber habe ich. Wieso? Spielst du das auch? Nee, ich bin gerade schlecht in Shootern. Das Einzige, was ich kann, sind Shooter hier in Assassin's Creed. Scheiße, da war ich zu nah. Oh, nee, nicht versteckt noch. So möchte ich das haben. Ah, jetzt habe ich so gut gespielt die ganze Zeit. Ist die Lustdame vor mir. Ist dieser Ausdruck besser? Ja. Obwohl, du kannst bei Nutte bleiben. Ja, spielt auch mit einer Nutte. Ich glaube, solche verbalen Wörter, Äußerungen reizen die Zuschauer sogar noch mehr, als wenn man sich da ein bisschen zurückhält. Nein. Nein, du hattest denselben? Oh yeah. Mann. Oh yeah, ich bin sogar Erster. Ich habe aus Versehen den Falschen erwischt. Ich bin Erster. Yes!
Glückwunsch, ah, Glückwunsch. Die ersten 10 Punkte für mich. Bam. Oh Gott. Also hätte ich mich eben daneben entschieden, dann... Ja. Oder ich beziehungsweise glaub, wärst du schneller gewesen. Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich weiß, man muss eigentlich jede Chance nutzen, aber ich will halt immer aufs Inkognito hinaus. Ja. Naja, wir sehen uns in der zweiten Runde. Komischerweise höre ich jetzt schon das Flüstern. Willkommen zurück zu Runde 2. Wenn du das Flüstern schon hörst, dann kannst du auf den nächstmöglichen stehenden NPC rennen und kannst ihn versuchen, schon direkt zu betäuben. Das hättest du wohl so gern. Nee, das heißt nämlich, dein Verfolger ist auf jeden Fall in der Nähe und dadurch bekommst du vielleicht eine Betäubung direkt. So, jetzt guck mal erstmal, wer du bist. Du bist Justin Bieber. Nein, woher weißt du das? Ich drück die Punkte-Taste, also damit ich die Punkte sehe, wer wie viele Punkte hat. Ach so, Mist. Kann, ist, glaube ich, wenn du mit Tastaturen so weiter spielst. Nee, ich habe da schon Xbox 360 Controller. Oh ja, dann ist es Select. Dann ist es Select. Ach scheiße, woher kam der jetzt noch? Ich gucke das immer eigentlich mal gern so zwischendurch, so wo ich gerade stehe. Und auch für die Zuschauer ist das eigentlich immer optimal. Ja, das mache ich auch, aber spätestens nach einem Tod oder wenn ich jemanden erledigt habe, schaue ich prompt danach. Aber was mich jetzt ein bisschen interessiert, ich verstehe noch nicht ganz das mit dem Betäubungssystem. Kannst du immer noch nicht? Nee, ich bin gerade in der Gruppe gestanden, also so im Kreis. Habe dann, ich wusste, wer mein Verfolger war. Ja. Hä? Ach, der... Oh. Super. Und ich stand in der Gruppe. Ich wusste, wer mein Verfolger war. Hab gewartet, bis er zu mir kam. Hab dann die X-Taste gedrückt. Also für einen Controller die Schlagtaste, sag ich jetzt mal. Genau. Und dann habe ich nur einen ehrenhaften Tod rausholen können. Aber wie man ja, so richtig betäubt, das verstehe ich noch nicht ganz. Also ehrenhafter Tod ist auf jeden Fall, wenn beide drücken. Wenn angegriffen wird und also angegriffen wird und verteidigt wird. Dann gibt es den die reine Betäubung halt. Die ist wirklich nur, wenn dein Gegner einfach nicht drückt oder nicht drücken kann. Zum Beispiel Rauchbombe oder wenn er ein Messer bekommt. Dann kannst du ihn pur betäuben. Oder halt Corner Stun. Das gibt's auch noch, aber das ist halt wirklich. Oh damn it! Da lässt jemand seine Emotionen freien Lauf. Ja, weil es dumm war. Oh. So, und dementsprechend auch wenn der andere nicht verteidigt, bekommst du halt einen einfachen Kill. Weil einfache Kill ist halt generell besser, dadurch werden deine Punkte auch nicht irgendwie minimiert. Was immer gut ist. Es ist immer gut, wenn du nicht irgendwie einen Contested Kill bekommst. Contested Kill deshalb, weil ich öfters auf Englisch gespielt habe. Ja, ich finde auch generell ab und zu ein paar englische Begriffe viel besser. Ach, viele meiner Abos nervt das, glaube ich. Die haben gesagt, ich will ein deutsches Let's Play! Nein, ich... Wie vorhin erwähnte ich auch hier das Wort Moveset und das kommt ja bekanntlicherweise aus dem Englischen und... Ich mag das gerne, wenn man so ein bisschen, da wirkt man ein bisschen professioneller. Wie war das? Der nichts zu sagen hat, redet Englisch? So wurde es mir mal erklärt bei meiner Firma. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber... Weißt du, wer mir ein bisschen gerade auf die, auf gut Deutsch gesagt, jetzt Eier geht? Das ist diese blöde Indianerin, Pocahontas. Boah. Jedes Mal steht sie in irgendeiner Gruppe. Natürlich hat sie diesen Schattendoppelgänger, sag ich jetzt mal. Den Schattendoppelgänger und dann erwische ich immer die falsche. Oh, das aber ist, jedes das Mal. Das ist natürlich immer sehr bitter. Headbutt! Hey, Justin Bieber! Hello! War ich dein Ziel?
Ja. Du warst auch Nee. Ich wusste, dass du mich killen musst. Wieso? Ich dachte es zumindest. So, ich hab's irgendwie geraten. Ja, ich merk schon, du bist ja ein ziemlich hoher Rang und dann kann man sich sowas schon vorstellen, wer wen jetzt, oder wer hinter wem jetzt her ist. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, Assassin's Creed ist wirklich so ein Ding, wo man irgendwann Augen dafür bekommt. Ich habe irgendwann mal gezockt und ein paar Freunde haben zugeguckt oder haben vielmehr hinter mir gestanden. Die haben überhaupt nicht geblickt, was ich da mache. Weil die haben null gesehen, woher weißt du das jetzt? Aber da bekommt man echt irgendwann ein Auge dafür. Und im Spiel, ja, das ist wesentlich. Ich bin vergiftet. Ich bin tot. Ich finde den Multiplayer ziemlich, also man, es ist einfach nicht nur wie manche Leute vielleicht irgendwie jetzt zuschauen und denken, hey, ja, man muss rumlaufen, eine Taste drücken und fertig. Nee, man muss drauf hören, ob Verfolger in seiner Nähe sind. Dann muss man das Ziel im Auge behalten, man muss kontinuierlich die Kamera irgendwie drehen, um nicht von hinten oder von irgendeiner Seite erstochen zu werden oder sonst was. Und das Spiel, also der Multiplayer erfordert so viel Skill, sage ich jetzt mal. Das ist unglaublich. Ich bin auch gerade die ganze Zeit am Kameraschwenken. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Hast du den Leuten eigentlich schon erklärt, woran man erkennt, wie viel Verfolger man zum Beispiel hinter sich hat? Achso, ich dachte, das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Aber gern, das kann ich sehr gerne machen. Allerdings bin ich jetzt tot, also man wird relativ wenig sehen. Am Objekt ist das immer schöner. So, oben links sieht man jetzt mein eigenes Porträt mit meinen Punkten. Und darunter sind ein paar Dreiecke, dementsprechend viele Verfolger habe ich. Oben links, oben rechts meine ich. Oder habe ich mich jetzt mit links und rechts vertan? Nee, links, oben, das stimmt schon. Okay, oben rechts ist mein Ziel und der hat auch ein paar blaue Dreiecke. Ich habe kurz pausiert, weil ich gekillt wurde für die. der hat ein paar blaue Dreiecke und das bedeutet, der hat so viele Verfolger. Das heißt, wenn einer vier kleine Dreiecke drunter hat, dann sollte man gucken, dass man den irgendwie killt, weil ansonsten wird er einem weggesnackt. Oh, dammit! Oh, noch mehr, dammit! Da bist du ein bisschen gerade. Ja, vor allem, es regt mich auf. Basti ist vor mir und der wurde im letzten Spiel wurde er Zweiter. Das heißt, dann haben wir gleich viel Punkte. Apropos Punkte, darauf kann ich auch noch reingehen. Who the fuck is it? I don't know. No! Gleich Punkte. Ich muss mich konzentrieren gerade. Die, Motherfucker! So, ich habe einen Animus-Hack benutzt, weil ich einfach so schlecht war gerade im Moment. Animus-Hack? Ja, das gibt's auch. Das ist aber eine spezielle Fähigkeit. Oh, ich habe dafür jetzt Basti getötet, weil du es bist. Oh, das ist. Geh weg! Hallo. Ich wusste es und ich dachte mir, nee, komm. Nein, oh Gott, zu viele Verfolger. So, jetzt kommen wir zu den Punkten. Wie ihr alle wisst, das Ding heißt ja nicht umsonst Assassin's Creed Super 3, made by Questmaster Ike und so. Es ist ein kleines Tabellenspiel, das geht über 3 Runden. Und ich habe ihn nicht bekommen. Das geht über 3 Runden und für seine Platzierung gibt es dementsprechend Punkte. Nein, jetzt bin ich selber in die Rauchbombe rein. Oh, dammit, oh, bin ich dumm. Oh, bin ich dumm. Dementsprechend, nach der Platzierung gibt es Punkte und am Ende werden alle Punkte addiert und wer da entsprechend die meisten Punkte hat, gewinnt. Ich habe extra gerufen, hey, die ersten 10 Punkte für mich, weil ich in der ersten Runde Erster wurde und dementsprechend gibt es 10 Punkte. Die! Ich sag jetzt mal dazu nichts. Ja. Oh, ich habe extrem variabel bekommen. Das ist sehr gut. Und noch eine Minute. Es ist alles offen. Es ist wirklich alles offen in diesem Match. Oh. Das war jetzt gut. Was? Aua!
Ich hätte mir können viel mehr holen. Was soll denn das? Ich bin böse. Was schlägt mich Justin Bieber, obwohl? Man schlägt immer Justin Bieber. Was ist da schon wieder vor mir? Oh, 600. Hast du Zeit? Weil man sieht, das ist schon relativ gut. Er hat 7300 Punkte und ich habe 6600 Punkte. Es ist unglaublich, wie knapp das gerade ist. Schon wieder der gleiche Fall. Der Verfolger ist natürlich ein bisschen gerannt. Somit habe ich erkannt, dass das mein Verfolger ist. Rannte auf mich zu. Ich habe natürlich die X-Taste gemasht wie ein Bekloppter. Aber trotzdem hat er mich getötet durch einen ehrenhaften Tod. Nein! Ich wollte eigentlich dich töten. Also nicht töten, sondern eher betäuben. Aber ich hatte dich gar nicht als Ziel. Ja, ich weiß. Ich habe gehofft, dass du es bist. Ach, so ein bisschen Glück gehört bei dir doch dazu. Ja, genau. Ist alles Glück. Alles Glück. Verdammt. Punktausgleich von Basti. Runde 3 von Session 3. Jetzt geht es wirklich um den Sieg. Ein und für alle Mal zwischen mir und Basti auch. Weil wer jetzt besser platziert ist, gewinnt. Und das war natürlich direkt am Anfang eine Failbomb. Nein. Okay. Ich hatte keine Ahnung, ich bin einfach drauf die zugerannt. Ja, zu meinem Gunsten natürlich. Ja, das ist. Du hast jetzt erstes Bluten, das finde ich einen sehr wichtigen Bonus auf jeden Fall. Er gibt zwar nur 50 Punkte, aber er ist echt gut eigentlich. Für extrem variabel am Ende, 15 verschiedene Boni zu bekommen, ist der Gold wert. Oh nee! Ah, einen kleinen Moment. Zu lange gewartet. Ah, verdammt. Das ist jetzt mal wieder so eine Session. How not to play. Oh. Endlich habe ich auch mal Punkte. Was machst du? Ah, ich hab, ich verstehe das. Wenn du über ihr stehst, kannst du nicht betäuben. Das geht leider nicht. Du musst auf einer Ebene stehen. Oberhalb kannst du einen killen, deshalb wird sehr gern so ein akrobatischer Kill gemacht oder ähnliches. Um wirklich sicher zu gehen, dass es kein Contested Kill wird, aber leider hat der Angreifer die Oberhand. Ist einer der Doktor? Lass mich in Ruhe! Wer? Ich? Ja. Oh ja, ich lass dich in Ruhe. Oh, Ruhe in Frieden. Oh ja, der Spruch war gut. Der Spruch war gut. Der gefällt mir. Wie ist das nochmal auf Italienisch? In Assassin's Creed 2 so oft gesagt. Requiescat in pace. Genau. Das ist aber, glaube ich, Latein sogar. Boah, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ah, das geschieht dir recht. Was denn? Ja, dass du da betäubt wurdest. Das war jetzt ein Fehler von Basti. Er hat gezögert, weil er dachte, ich habe Rauchbombe und will sie einsetzen. Dementsprechend ist er die ganze Zeit hin und her gerannt und dann habe ich ihn gekillt. Hä? Ich muss doch den eliminieren. Wieso klappt das nicht? Das Ding ist schon auf Inkognito. Der Typ hier in der Mitte. Oh, das verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte diesen Kapuzen-Heini bei mir auf der Abschussliste. Der stand der in der. Genau. Oh. Der stand in der Mitte und ich konnte nichts machen. Ich habe die ganze Zeit X gedrückt und konnte ihn nicht töten. Und jetzt hat er mich betäubt. Oh, das ist bitter. Das ist echt bitter. Und ich war schon auf Inkognito 20 Sekunden lang fast. Oh no, stop it. Oh no! Jo! Wie war das nochmal? Das wird gern gesehen. Er hat gelernt. Der Junge hat gelernt von mir. Wie weit kannst du aber bitte springen? Ich bin Batman. No! Toll. Ich bin sogar als meine Hauptfigur verkleidet. Ah, irgendwer Blödes ist hinter mir her.
Echt? Meinst du? Danke. Oh. Also ich persönlich, wenn ich höre, dass ich anvisiert werde von irgendeiner Fernwaffe, bleibe ich sofort stehen. Weil ich habe jetzt dadurch habe ich noch einen Bonus bekommen. Den nennt man hingerichtet. Und der passiert, wenn das angezeigte Ziel rennt. Oh, damn it! Boah, was geht denn hier gerade? Hier ist ja gerade Ultra Death! Shit! Oh nein! Oh crap, wie bin ich da rausgekommen? Oh, Basti und ich streiten uns um den zweiten. Wir haben gleich viel Punkte. Ja, ich hab doppelt so viel wie ihr. The fuck? Oh no. Ah, oh, ich glaube, Basti war verkleidet. Oh ja. That son of a bitch. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht wieder in so eine Ultra-Fail-Runde reinrutsch. Und dass ich jetzt jedes Mal geowned werde. Nein. Ja, es gibt auch eine Methode, dass man jemanden knifet, um auf jeden Fall einen Clear-Kill zu bekommen. Aber ich persönlich benutze den Messer doch lieber defensiv. Du hast einen erschossen! Die! Nein! Ich dachte, du wärst hinter mir her. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich dachte, ja, du wirst hinter mir her und dann... Weil du kamst plötzlich auf mich zugerannt. Ich habe einfach nur aus Scheiß irgendeinen von deinen gekillt. Von deinen Doppelgängern hier. Ja, so ein Penner bin ich. Ich mache öfters mal so einen Kack. Damit Leute mich nicht so durchschauen. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Hab ich ihn erwischt? Ja. Der ist gestorben. Weil er war mitten im Sprung. Oh, jetzt bin ich aber ordentlich abgerutscht. Wo ist sie? Oh no, damn it. Oh, war doch klar. Oh. Vektor 25, das gibt Rache. Ah. Ich habe irgendwie so das Gefühl, du willst mich töten. Nee, schon, aber du bist nicht mein aktuelles Ziel. Ah, seems legit. So, der hier ist es. Jetzt aber! What? Oh. You son of a bitch! Warum hast du mich angelogen? Das hier ist ein Ehrensport! Das lügt man nicht! Nee, ich hatte dich gerade wirklich nicht auf der Abschlussliste. Oh, damit. Ich weiß gerade echt nicht, wer mein Ziel ist. Wo ist mein Ziel gestorben? Oh, da unten. Ja, da hinten renne ich jetzt nicht hin. Ich bin da nicht behindert. Ich glaube, die Nutte will mich. Die Nutte, das ist auch so ein schönes Wort. Ja. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Oh. Ich glaube, ich weiß, wer mich töten will. Uhuhu. So. So. Wo haben wir dich denn? Wo haben wir dich denn? Da! Hallo! Oh! Jetzt hast du dich verraten. Hä? Ah, was? Oh!
Ich meine, okay, du hast Andeutungen gemacht, aber dass du jetzt so eiskalt mich tötest. Das war ein Psychospiel, ein eiskaltes. Eiskaltes Psychospiel. So. Oh, klasse. Hey! Hey! Verteilt paar Backpfeifen. Oh, jetzt kommt. Oh! Oh! The fuck? Ah, oh, das war jetzt. Das war jetzt. Ich kann es nicht mal beschreiben, was es war. Oh mein Gott. Also die Runde finde ich jetzt richtig lustig, eigentlich mal. Die Runde ist ziemlich cool, ja. Auch wenn es mich ein bisschen stört, dass der Basti mich überholt hat. Oh Mann, ich betäube einen und werde selber betäubt. Jedes Mal. Ja, diesmal läuft wesentlich besser bei dir als das letzte Mal. Mann, ich hoffe, ich verliere jetzt nicht noch in der letzten Sekunde. Yes! Sieg! War aber eine schöne Runde. Oh ja, das war echt lustig. Wow. Somit haben wir die dritte Session von Assassin's Creed Super 3 beendet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Lubu. Danke. Ich wollte eben Jubu sagen, aber... Jubu? YouTube? Ja. Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Vielleicht kann man auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Runde spielen. Auch offline der Kamera. Gerne immer wieder. Dann sage ich auch mal Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung natürlich. Und klar, bestimmt findet sich die ein oder andere Session auch offline. Gerne. Auf jeden Fall auch danke an euch fürs Zuschauen. Und bis nächste Woche Sonntag. Ciao.